Ja, ich habe da was gefunden. Das war der Abwasserkanal Viehzeug. Das war der Abwasserkanal, hier wurden die Hände runtergeschmissen und die gereinigten Abwässer aus dem Werk gingen hier in den Bobo. Hier zieht sich der Schwamm runter. Stand aber nicht da, wo ich gucken soll nach dem Cache. Von daher kann das äußerst blöd sein. Aber hier ist schön kühl drinnen. Ach hier. Hier waren die Wände überall gefliest. Hier ist kein Cache. Aber wie gesagt, es wurde ja nie gesagt, wo du gucken sollst. Hier kannst du einen Schieber unterlassen. Und die Abwässer noch mal staunen, wenn die runtergehen. Die hatten schon eine Sicherheitserklärung in der Torschutzzone. Die können das komplett zumachen hier. Dann war das dicht. Ja, er hat schon fast Vorrat mitnehmen können. Ja, hier bin ich vorhin vorbeigefahren in dem Loch. Das habe ich aber nicht für voll genommen. Hätte man abkürzen können. Und hier kann man eben schön Müll entsorgen. Reingeschmissen und weg ist er. Wir sind ganz schön weit unten durch. Bitte. Ach ja.
Aber was mich ein bisschen wundert, dass du nur den Kamin nicht so drinnen mal stehen kannst und die Schieber vielleicht auch bedienen oder so. Davon abgesehen, dass auch keine Schieber mehr da sind. Oh, wie weit sind denn 700 Meter, Mensch? Ja, genau, ist ja nur alte Kletter. Da die Steine noch nicht hier unten zu finden sind, ist wahrscheinlich einer hier runtergeklettert und kam nicht mehr wieder hoch. Und hat dann gerufen, dass seine Kumpels dem was runterschmeißen sollen, wo der hochklettern kann. Ja klar, wenn du jetzt nicht drinnen bist, du läufst ja ewig. Und wenn du jetzt nicht weißt, in welche Richtung das zum Fluss geht. Achso, hier ist das, wo die zugemalt haben. Und dort ist der Cash. Ja, hier wird einer runtergeklettert sein. Vielleicht ist denn irgendwas reingefallen. Und da aber hier zwischendurch keine Tritte sind, hat er ein Problem halt gehabt, wieder hochzuklettern. Und da haben seine Kumpels ja wahrscheinlich ein paar Steine runtergeworfen. Das war abgesehen von Finsten hier so eine leichten Gasbeton-Dinger. Und du hast ja einen Haufen so eine Schieber, wo du Schieber reinmachen könntest und das Ding dicht machen könntest. Wobei in den Türmen nirgends ein Eintritt ist, wo man mal runterklettern kann und hier was bedienen oder machen.
Wurde das alles mit abmontiert oder? Weil ich damals den Abwasserkanal dicht machen, das wird ja vielleicht damals auch schon gefordert gewesen sein. Vom Umweltschutz. Ach ja, Ende. Geht das Ding gar nicht mehr, oder? Doch. Hier ist ein Haus unten drüber, oder? Aber das ist mir jetzt doch der Hochklettern will ich jetzt nicht. Wow, das Echo ist ja lauter als das Ding. Wow. Piep. Wow. Wow. Da ist ruhig blöderweise denselben Sandweg wieder zurück. Ab dort, wo ich vorhin die Aufnahme hatte, wo ich stehen geblieben bin. Oder gerade noch so durchgekommen bin, so war es. Ein anderer wäre mir zu viel im Weg. Aber hier kannst du gar nicht fahren, du. Hab jetzt einen von den anderen noch auf der anderen Seite von der großen Straße da mir ausgesucht. Die gehören auch noch alle zu dem Werk. Und dort sollst du einen losen Stein an der Wand finden, einen losen Fliese oder Ziegelstein oder was auch immer. Und dort findest du einen Hinweis, wo der nächste Cache zu finden ist. Ich weiß nicht, ob ich das gelöst kriege. Aber da sind ja noch andere Caches, die ich mir auch noch holen will. Also von daher würde es schon gehen. Also zumindest kann ich da erstmal rüberfahren. So, kommt rein in die gute Stube. Aber wundert euch nicht, der Weihnachtsbaum steht noch. Und hier ist gefliestes Badezimmer. So, hübsch. So, mein Fahrrad habe ich mal in die Garage gestellt. So, hier habe ich einen Stein weggenommen, da kam die Dose. Und da gucken wir uns mal rein, was da drin steht. Oder liegt, oder was auch immer. Steht Englisch dran.
You just have found a cache, which, weil der Hinweis war ja, im kleinen Raum neben der Haustreppe. Da habe ich den Raum hier gefunden. Und gucken mal, was da hängt. Keine schlechte Idee. Ja, das wird irgendwie wahrscheinlich Speisesaal hier gewesen sein. Kantine. Aula. Fädenraum. Ja, hier sind große Räume, Säle, Riesenfenster. Ziemlich großmäßig. Aber die haben wirklich, habe ich vorhin irgendwo im Keller gesehen, auch, oder hier genauso. Hier war wahrscheinlich eine große Schalttafel oder eine kleinere, Kabel rausgerissen. Verputzte Kabel rausgerissen, um die wahrscheinlich woanders zu verwenden. So, diverse große Räume hier. Hängen auch alle mehr oder weniger zusammen. Eine Besonderheit, die mir aufgefallen ist, auf dem Dach wachsen Bäume. Und ein paar sind hier runtergekippt und hängen jetzt verkehrt rum hier. Das könnten Speisesäle gewesen sein. So, Fußbodenfliesen haben sie auch ausgerissen. Ja, Licht durchflutet. Also die Kabel verwendet man da theoretisch nie wieder. So, ich nehme mal an, das war hier die Küche dann. Ich kann mir vorstellen, hier standen noch ein paar Tische, ein paar Stehtische. Das war ein Raucherplatz hier. Einfach Riesenfenster hier vorne. So, hier im Wald geht's nach unten. Und da gucken wir jetzt mal. Ja, ich bin jetzt abends nochmal losgefahren. War jetzt doch nochmal zur Feuerwehr und leg den Cache wieder unten rein. Der dürfte jetzt trocken sein. Ich hatte ja heute Nachmittag bloß eine Stelle gelegt. Mit Marschallkenner, was er gebucht hat. Wenn er weg ist, muss ich mal gucken. Dann liegt er vielleicht woanders versteckt. Also es war jemand hier. Muss ich mal gucken, wo der liegt. Eine Tasche höher lassen. Nach Sonnenuntergang durch den Gespensterwald. We'll be right back.
So, neuer Tag, neues Glück. Den habe ich noch auf der Seite von der Straße und dann muss ich um den Ort drumherum finden. Interessant, wie muss ich. Nach 40 Meter folge dem Straßenverlauf. Interessant, wie man sich verständigen kann, ohne die gleiche Sprache zu sprechen. Ohne überhaupt eine Sprache zu sprechen. Der sagte mir irgendwas auf Polnisch. Mein Nachbar. Und habe ziemlich schnell verstanden, was der mir gesagt hat. Ich hau jetzt ab. Oder ich hau dann ab. Also die machen dann wieder Hemme oder was. Jedenfalls zeigte der auf der Auto und das Wegfahren und kann ich mit. Na, jetzt geht's nochmal ziemlich zügig hier auf der Seite durch. Da vorne, wo ich gestern dann den letzten mit dem Tunnel hatte, den hatte ich gestern gar nicht mehr auf dem Plan. Aber war Glück auf der anderen Seite von der Straße. Da ist noch einer, da geht eine Treppe nach unten. Und an der Treppe soll das Ding dann sein. Aber wahnsinnig, wie sich das hier verläuft. Ich dachte, hier wimmelt es von Touristen. Aber auch nicht allzu viel los hier. Wie an der Autobahnbrücke, die sich auch kein Schwein anguckt. Jedenfalls ist ja auch ein riesengroßes Gelände hier. Ja, ich habe die wieder dort versteckt, wo sie hingehört. Hab ja dann immer abends gelockt. Und da habe ich dann dazu geschrieben, ist nicht beschädigt, liegt wieder am Ort, alles gut. Ja, eigentlich sollte ich ja heute den Akku ein bisschen sparen. Weil ich habe ja dann 5 Kilometer bis zum Auto. Und die bloß 2, wie ich gestern hatte. Wo ich zwischendurch nochmal Mittag gemacht habe und Akku geladen. Aber ich hab meinen Akku-Pack dabei. Also ich kann das Ding dann unterwegs nochmal ein bisschen laden. So, hier steht da dran, was das für Gebäude war. Das ist das, wo ich gestern war, aber von der anderen Seite heute. Das war das Casino. Habe ich richtig geraten. Das Casino ist ein Gebäude am Haupttor der Fabrik. In der Nähe befinden sich mehrere Lagerhallen und Ruinen vom Verwaltungsgebäude. Das Casino hat in der Kombination eine doppelte Funktion. Es gab eine Kantine und einen Hauptsitz der Fabrik. Die Reliefs sind heute noch gut erhalten. Sie zeigen Silhouetten von Männern mit Fahnen. Der Sturz des Haupteingangs ist mit einem Relief überzogen, das die stilisierte Silhouette eines Bibers darstellt, der von fruchtbaren Eichenästen umgeben ist. Keines dieser Ornamente ist heute vollständig. Auch die einzigartigen azurblauen Fenster, welche die Treppe beleuchteten, wurden zerstört. Ja, der Eingang, der muss wahnsinnig gut ausgesehen haben. Habe ich ja gestern schon gesagt. Der Zweck dieses Gebäudes ist nicht dokumentiert. Mehrere
Sich wiederholende Meldungen besagen, dass sich dort der Hauptsitz und die Büros sowie ein Militärcasino und eine reich ausgestattete Bibliothek und ein Kino befanden. Ja, und hier sieht man die umgestürzten Bäume, die ich gestern von innen fotografiert hatte. Wachsen halt verkehrt rum. So. Ja, so bläuliches Fenster hier. Mit so als Blei gefasst. Sah hier bestimmt gut aus. Kann man gut vorstellen, dass hier ein paar Stehtische standen, an denen man gemütlich ein Käffchen trinken konnte und in Europa oder so. Hier die Küche, kocht heute keiner, hätte ich einen Kocher mitbringen müssen, Selbstversorgerküche. Ach so, und das große Hauptportal war das hier, das ist der Eingang von vorne, der ist zugemauert. Daher weht der Wind, das habe ich gestern nicht auf für voll genommen. Da habe ich mich bloß gewundert, warum die Haupttreppe so komisch. Nicht schlecht. Aber alles, was nicht festgemacht ist, haben die mitgenommen. Das war damals der Haupteingang. Die Schranke ist nicht mehr original. So, und ein paar Meter vom Haupteingang weg gibt es eine versteckte Treppe, haben sie geschrieben. Die ist ja dann wirklich gut versteckt, wenn ich die finde. Ja, hier ist keine Treppe, was erzählst du ihr? Ein Spoilerfoto. Ja, das muss irgendwo, es ist nicht besonders gut ausgeleuchtet, das wird wohl irgendwo auch eine Treppe runtergehen müssen. Ja, die Koordinaten zeigen immer wieder hier hinter. Aber hier ist ja nichts. Hier!
auch mit dem Baumstamm da oben drüber noch, wie es auf dem Foto ist. Ich muss meinen Stift holen, dann nehme ich euch nochmal mit runter. Bin doch so ein dämlicher Blödi. Jetzt stehe ich da unten an der Treppe. Plötzlich kommt die Meldung in der Kamera, Speicher voll. Da habe ich überhaupt nie überlegt, dass ich eventuell vorher mal die Karte leer mache. Habe ich eigentlich denn immer so gehandhabt, abends Karte voll, aber irgendwie habe ich gedacht, ach, das reicht doch, Digga, eigentlich. Ich habe doch weitaus genug Speicherplatz. Aber ich sag mal, es sind ungefähr 4 Stunden, die ich am Stück aufnehmen kann, dann ist die Karte voll. Und es hat eigentlich immer Digga gereicht. Aber weil ich ja hier ja viel zu filmen hat, letzten Endes wird es eh bloß eine halbe Stunde, aber ich kann jetzt nie einfach freie Schnauze ein paar Dateien löschen. Das hätte eh nichts gebracht. Naja, jedenfalls. Jetzt bin ich nochmal zum Auto zurück. Hab den Rechner angeworfen. Dauert ungefähr eine Stunde, die ganzen Dinger auf den Rechner zu schieben. Ja, meine Nachbarn sind abgereist. Gerade ist hier noch ein anderes Auto gekommen. Mit Schwänen, die hier im Gelände verschwinden. Vater mit Sohn wahrscheinlich. Alter, der Jüngere muss so 18 sein, denke ich mal. Ja, und jetzt? Und jetzt stehe ich nochmal da. Deswegen habe ich mir jetzt aber auch für den Frust ein Bierchen aufgemacht. Wenigstens lasse ich mir's gut gehen. Aber fahren tut sich gut hier. Die Betonstraßen im Wald sind ein bisschen holprig an den Übergängen. Aber geht, kann man machen. Und wie gesagt, weil ich absolut geil fand. Du siehst ja keine Leute weiter rumrennen, also du bist wirklich wie auf einer Wanderung im Wald. Ich hätte eigentlich gedacht, die Dinger gucken sich viele an und so. Aber dem ist wohl nicht. So, wenn jetzt hier keiner ist, lassen wir den Motor noch mal eine Weile laufen, dass die Batterie wieder durchgeladen wird. Weil mein Kühlschrank hat sich mittlerweile schon abgeschalten, der Zusatzbatterie hat nicht mehr genug. Fürs Licht reicht es ja noch dicke und für Handy und Kameras laden, aber Kühlschrank braucht ja nur doch ein bisschen mehr Strom. Und so, Gimbal nachgeladen, Bierchen getrunken. Dass ich unterhopft bin, kann keiner mehr sagen. Und jetzt ging frei zur zweiten Runde. Ja, ich bin hier gleich vom Parkplatz weg auf die andere Seite der Straße. Da hinten sieht man noch Parkplatz. Ganz weiter vorne. Und das sind aber die unbefestigten Wege total versandet. Die sind unten in der Karte eingezeichnet. Ich versuch's trotzdem mal. So, jetzt hier geradeaus. Durch den Wald, das sieht gut aus. Aber hier nach links, was eher die Richtung ist, die ich nehmen müsste.
Aber das sieht auch noch besser aus als der hier hinten. Ich denke mal, ich kann das versuchen. Ansonsten müssen wir uns halt wieder durchkämpfen. Ja, hier kannst du bloß laufen. Hier nützt du das Fahrrad herzlich, aber wenig. Auch mit einem Allradfahrzeug hättest du hier wahrscheinlich ein Problem. Ich doch mal sehen, dass ich jetzt wieder zur Straße zurückkomme. Die gleiche Strecke nehmen wir mal. Mich mit vorne weiter mehr links halten, dann halt. Das ist kein schönes Fahren hier. Kannst du immer ein paar Meter fahren, wo genügend Tannennadeln liegen und so. Aber dann wird es wieder sandig. Ich glaube, wenn du hier gräbst, findest du auch noch Muscheln. Bin noch nie weit gekommen. Oh, Scheiße! Hoppla! Das kam gerade gut. Ich fahre doch wieder zur Hauptstraße vor. Ich habe jetzt hier den Weg der Kreuz. Der sah rechts und links wenig besser aus. Also jetzt fahre ich wieder ein Stück zurück zur Hauptstraße. Ist noch 300 Meter hin. Und fahre bis zum Fluss runter die Straße. Und ab dann gibt es wahrscheinlich einen Weg am Flussland auch. Ja, hier ist übrigens die Bahnstrecke, die ins Werksgelände reingeht. Und Hauptstraße fährt sich bedeutend besser. Also ich empfehle keinen hier drüben in den Wald reinzufahren, wer sich das mal angucken will. Das bringt's nie. Und hier der Verkehr geht auch. Ich komme ab und zu mal 5, 6, 7 Autos im Stück, dann ist wieder mal eine ganze Weile Ruhe. Also in beide Richtungen sieht das so aus. Eigentlich ganz okay. Die fahren aber alle ziemlich schnell, wenn sie fahren. Also ich fahre da immer ganz weit nach rechts auf dem Grünstreifen. Ja, ich bin da etwas vom rechten Weg abgekommen. Der Weg hier geht nie weiter und da lief parallel noch ein anderer hinter dem Hügel. Den hätte ich wohl wahrscheinlich fahren müssen. Müssen wir nochmal zurück. Aber da hinten muss gleich der Cache liegen dann auch. Und ich denke, hier vor dem Wehr haben die das Wasser damals rausgenommen und in ihre Wasseraufbereitungsstation gegeben. Ja, und an dieser Stelle endet auch das Video. Die restlichen Caches seht ihr im Teil 4.